Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr verehrte Frau Chavan, sehr geehrter Herr Yogeshwar, liebe Schwestern und Brüder. Im November 2015 starb der deutsche Historiker Rudolf von Thadden und Frank-Walter Steinmeier schrieb den Nachruf. Er würdigte den großen deutschen Intellektuellen, der ein überzeugter Europäer und Ermutiger gewesen sei. Ein Freund sei gestorben. Uns verbindet auch unser Engagement beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, schrieb Steinmeier. Unter dem Artikel stand der Hinweis, der damalige Bundesaußenminister sei Mitglied des Präsidiumsvorstandes des Kirchentages und, jetzt kommt es, designierter Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dortmund 2019. Liebe Schwestern und Brüder, ihr wisst, es ist anders gekommen. Frank-Walter Steinmeier ist Bundespräsident geworden und jetzt stehe ich hier. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit. Steht zu so einer Entwicklung bei Prediger 3, 22. Jeder von uns hat seine Bindungen. Jeder von uns ist geprägt von dem, was ihm mitgegeben worden ist und was er sich angeeignet hat. Wir alle leben in Beziehungen. Ich möchte gern über die Beziehung von Frank-Walter Steinmeier zum Kirchentag sprechen. Das ist eine lange Beziehungskiste. Auf vielen Kirchentagen hat der protestantisch reformierte Sohn des Lipperlandes in Vorträgen und Beiträgen den Alltag der Welt und die erforderliche christliche Standfestigkeit dargestellt. Sie haben, Herr Steinmeier, mit großer Überzeugungskraft und großer Offenheit beschrieben, wie die Verantwortung der Politik in ihrem Glauben verwurzelt ist. Ich erinnere mich noch gut an den Kirchentag in Köln 2007, als Sie für den Kirchentag sogar den G8-Gipfel unterbrochen haben. Zwei Jahre später in Bremen beim Kirchentag, als Sie Vizekanzler und der Spitzenkandidat der SPD im Bundestagswahlkampf waren, haben Sie über Menschenwürde in der solidarischen Weltgemeinschaft diskutiert und nebenan sprach Angela Merkel, die Kanzlerin, über Menschenwürde und Demokratie. Bei Ihnen war die Saalmusik Tango Nuevo, bei der Kanzlerin wurde ein Negro-Spiritual angestimmt. Sie beide bekamen tosenden Applaus. Wie die Wahl dann ausging, das weiß ich nicht mehr so genau. Das Ergebnis, Herr Bundespräsident, hatte, wenn ich als Kirchentagsmensch eigennützig sein darf, für den Kirchentag was Gutes. Wir hatten die Möglichkeit, Sie für das Präsidium zu gewinnen. Als Kanzler wäre das nicht möglich gewesen. 2011 kamen Sie in dieses Gremium und blieben bis 2017. Die all die Zeit dabei waren, rühmen Sie noch heute. Sie haben komplexe Probleme als solche dargestellt. Sie haben Probleme, die wir nicht lösen konnten, als solche benannt. Auch beim Kirchentag. Ihr Wort war in diesem Gremium wichtig. Ich will ein Beispiel nennen, die Ethik und die Welt. Schon als Chef des Bundeskanzleramtes waren Sie mitverantwortlich für die Einrichtung und Etablierung des Nationalen und später des Deutschen Ethikrats. Das war wichtig, auch im Hinblick auf die Entwicklung in der Biologie und Medizin und der gesellschaftlichen Diskussion darüber. Auch ein Thema für den Kirchentag. Ich könnte viele solcher Punkte benennen. Das Land, aber auch der Kirchentag verdanken Ihnen viel. Gott schafft bekanntlich keine Kopien, sondern Originale. Aber Bundespräsidenten müssen schon besondere Originale sein. Wir müssen lernen, mit sechs Augen zu sehen, mit den eigenen, denen des anderen und schließlich mit einem gemeinsamen Blick.
So zitieren Sie in Ihrem Buch Flugschreiber das Sechs-Augen-Prinzip eines indisch-deutschen Autoren. Gute Bundespräsidenten, liebe Kirchentagsgemeinde, haben mindestens 6 Augen. Sie repräsentieren das gesamte Land, den Staat und die Gesellschaft. Und besonders geeignet sind Bundespräsidenten, so scheint es, wenn sie vorher im Präsidium des Evangelischen Kirchentags geackert haben. Sollten da Zweifel aufkommen, nenne ich hier die Namen der Staatsoberhäupter, die vorher beim Kirchentag im Präsidium waren. Gustav Heinemann, Richard von Weizsäcker, Johannes Rau, Joachim Gauck und jetzt Frank-Walter Steinmeier. Alles wortgewaltige Männer, kluge Redner mit viel Erfahrung. Von Weizsäcker beispielsweise können Redenschreiber lernen, dass eine gute Rede 3 Elemente haben muss. Sie muss zum einen etwas Wohlbekanntes enthalten. Ein anderer Teil muss neu und aufregend sein. Und ein dritter Teil muss dem Zuhörer unverständlich sein und für immer verschlossen bleiben. Herr Bundespräsident, wir freuen uns auf Ihre Rede. Moderator ist übrigens Eckart Nagel, der sogar schon 2-mal Präsident des Kirchentages war. Und die Anwälte des Publikums sind Martin Hoffmann aus Mannheim und Stella Martin aus Münster. Herr Bundespräsident. Verehrter Präsident des Kirchentages, lieber Hans Leindecker, ganz herzlichen Dank für die überaus freundlichen Worte. Ich bitte das Publikum, es nicht misszuverstehen. Es war kein Nachruf. Ich lebe und lebe gern. Guten Morgen, Dortmund! Große Messehallen, tausende unbequeme Hocker aus Karton, voll besetzt mit herzlichen, engagierten, zukunftsfrohen Menschen. Eine hektische Großstadt im Zeichen bunter Besucherströme mit singenden Menschen in den Straßenbahnen und Hilfsbereiten. Auch das haben wir heute Morgen wieder gesehen. Pfadfindergruppen an jeder Ecke. Die alten Hasen kennen es gut. Die alten Hasen kennen es gut, die Jüngsten lernen seit gestern. Es ist wieder Kirchentag. Willkommen in Dortmund, liebe Gäste. Ich bin jedenfalls wieder gerne dabei und mit euch, liebe Schwestern und Brüder, jedes Mal, wenn ich einen Kirchentag besuche, egal ob als Frank-Walter Steinmeier, als Christ oder als Bundespräsident, ich komme in eine solche Halle, sehe euch alle, erinnere mich sofort daran, warum ich allen Umbrüchen zum Trotz mit viel Zuversicht in die Zukunft schaue. Vielen Dank für den herzlichen Empfang heute Morgen. Was für ein Vertrauen, liebe Schwestern und Brüder, was für ein Vertrauen, so steht es im 2. Buch der Könige. Es ist unsere Losung für diesen Kirchentag. Was für ein Vertrauen, da kommen Zehntausende friedlich zusammen,
singen, beten, feiern und diskutieren sich die Köpfe heiß über unser Zusammenleben. Was für ein Vertrauen, das prägt aber, liebe Schwestern und Brüder, nicht nur Kirchentage. Es prägt den Alltag unseres Landes. Was für ein Vertrauen, das mag auch der junge Syrer empfinden, dem Bürgerkrieg entflohen, wenn er ruhig und sicher durch Deutschlands Straßen geht, wenn er Polizistinnen und Polizisten begegnet, deren Willkür er nicht fürchten muss. Was für ein Vertrauen. Das mag auch die Notärztin auf dem Weg zum nächsten Einsatz denken, denn wer auch immer auf sie warten mag, ob reich oder arm oder mit Job oder ohne, dieser Mensch in Not kann sicher sein, dass Hilfe kommt. Was für ein Vertrauen, das haben Millionen Eltern, die ihre Kinder Tag für Tag in die Kita bringen, sie jeden Morgen in die Schule schicken und nachmittags in die Vereine, der ein oder andere auch in die Kirchengemeinden. Als Bundespräsident weiß ich, dieses Land, unser Land, das ist auf Vertrauen gebaut. Es ist kostbar, dieses Vertrauen ineinander und zu uns selbst. Es erlaubt uns, gemeinsam friedlich zusammenzuleben, Begegnung und Austausch zu suchen, Verantwortung zu übernehmen, anstatt uns eben zurückzuziehen in stille Kämmerlein oder ins Echokämmerlein. Es ist kostbar und es ist nicht selbstverständlich. Anderswo sehnen sich Millionen Menschen nach solchem Vertrauen. Sie mühen sich, und das ganz oft unter größten persönlichen Risiken, es aufzubauen, wo es fehlt, und sie leiden, wo es zerstört wird, wo Hass, Brutalität, wo Willkür ganze Gesellschaften vergiftet. Wir in Deutschland aber, wir dürfen vertrauen in das Recht, in den Rechtsstaat, der uns schützt, in die Demokratie und ihre Verfassung, deren Geburtstag wir gerade gefeiert haben. Eine Verfassung, die dieses Land seit 70 Jahren trägt. Liebe Schwestern und Brüder, seien wir froh um das Vertrauen und bitte gehen wir sorgsam damit um. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses Vertrauen brauchen wir auch in Zukunft. Und wir brauchen auch das andere, Vertrauen in die Zukunft. Vor wenigen Wochen habe ich in einer anderen Halle gesprochen, ebenfalls vor tausenden, überwiegend jungen, jedenfalls sehr engagierten Menschen. Das war bei der Republika, der großen Digitalkonferenz in Berlin. Eine große Zeitung schrieb am Tag danach, dies ist ein Hochamt der digitalen Welt. Es hat fast etwas von Kirchentag. So stand es in der Zeitung. Darf ich Ihnen versichern, Papphocker gab es auch, grüne Schals eher nicht. Aber auch dort in Berlin habe ich über Vertrauen gesprochen und über die Rolle der sozialen Medien. Denn Vertrauen erodiert, wenn die Grenze zwischen dem Sagbaren und dem Unsäglichen immer mehr verschwimmt. Wenn über Nichtigkeiten der Shitstorm losbricht und sich Häme über das Unglück anderer ergießt. Wenn die Hater so laut und die Vernünftigen so leise sind. Wenn das Gebrüll der wenigen den Anstand der vielen übertönt. Auf all das, meine Damen und Herren, liebe Gäste, darf es nur eine einzige Antwort geben. Liebe Schwestern und Brüder, ziehen wir uns niemals zurück. Überlassen wir den politischen Diskurs im Netz nicht den wütenden und tobenden Scheinriesen. Sie mögen die lautesten sein, aber ich bin ganz sicher, sie stehen nicht für die Mehrheit der Menschen in unserem Land.
Trotzdem, es sind Veränderungen im Gange, große Umbrüche. Auch Demokratie verändert sich. Sie verändert sich auch mit den Möglichkeiten veränderter Kommunikation. Es ist gut, wenn mehr Menschen teilhaben können. Aber ist das nicht eine ganz verquere Sicht der Dinge, wenn eine völlig technikfixierte Wahrnehmung von Gesellschaft und Demokratie daraus wird? Ich will sagen, jahrelang, wenn ich zurückdenke, in die letzten 10, 15 Jahre haben uns eigentlich eher die Digitalpioniere verkündet. Sie haben gesagt, die Technologie sei der verstaubten Politik eigentlich weit voraus. Und so war doch die Sichtweise, Digitalisierung müsse der Demokratie auf die Sprünge helfen. Ich befürchte heute, das ist ein bisschen die Umkehrung des Problems. Ich glaube, nicht um die Digitalisierung der Demokratie müssen wir uns zuallererst kümmern, sondern um die Demokratisierung des Digitalen. Natürlich geht es um die Rückgewinnung des politischen Raums gegen Verrohung und gegen die Verkürzung in der Sprache, aber es geht eben auch um die ungeheure Machtkonzentration in der Hand der Big Five, einer Handvoll von Datenriesen aus dem Silicon Valley. Und da zu demokratisieren, das ist, glaube ich, eine der drängenden Aufgaben. Und seien wir ehrlich, Zukunftsvertrauen ist heute selbst bei chronischen Optimisten, ich zähle mich dazu, manchmal massiv auf die Probe gestellt. Und das meint viel mehr als nur den Umgangston in den sozialen Medien. Es geht, ich habe das gestern bei der Eröffnung schon gesagt, um eine fundamentale Verunsicherung. Die Frage nämlich, ob wir unser liberales, unser demokratisches Selbstverständnis, ob wir unseren Maßstab aus den wenigen Jahrhunderten der Aufklärung, ob wir diesen Maßstab in die digitale Moderne übertragen können, ob wir unsere Maßstäbe, unsere Vorstellungen durchsetzen können. Ich war letzten Jahres erneut in China und diesmal zu einem Besuch in Canton, einer Megametropole im Süden des Landes am Perlfluss, etwas aufwärts von Hongkong. Hochhäuser aus Glas und Stahl, Hochhäuser, soweit das Auge reicht, 80 Stockwerke hoch. Auf jeder Etage hochtechnologisierte Firmen und digitale Startups. Eine der Firmen, die wir dort besucht haben, produzierte Roboter. Roboter in einer möglichst fehlerfreien, vom Störfaktor Mensch unabhängigen Fabrik. Und der junge Chef, mit dem wir dort zusammengetroffen sind, sagt dann so fast nebenbei einen Satz, der mir hängen geblieben ist: Herr Präsident, wenn das alles hier funktioniert, dann brauchen wir hier den Menschen nicht mehr. Dann brauchen wir den Menschen nicht mehr. Das ist ein Satz, der mich auch lange nach der Reise noch nicht loslässt. Er hat mir eines ganz deutlich gezeigt: Wenn wir über Digitalisierung, über technischen Fortschritt nachdenken, dann denken wir immer natürlich auch über uns selbst, über unser Selbstverständnis nach. Wer sind wir? Und wohin wird unser Weg führen? Eine Frage, die uns nicht ganz unbekannt ist. Seit Tausenden von Jahren stellen wir Menschen uns diese Fragen, und für evangelische Christen, aber eben längst nicht nur für uns, steht sie im Kern alles Menschseins. Und unsere Antwort in der Vergangenheit war darauf die Freiheit. Wir sind weder Götter noch Marionetten, sondern Gottes Geschöpfe mit allen Fehlern und Unzulänglichkeiten, auch der Endlichkeit unseres Daseins, aber als Christen eben gerade frei für ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben, in dem wir Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen, für uns, aber auch für andere. Die Freiheit im Kern des Menschseins
Diese Überzeugung liegt auch den Verfassungen unserer modernen Demokratien, unserem Völkerrecht zugrunde und reicht weit über das Christentum hinaus. Vor mehr als 70 Jahren, erschüttert und geprägt von der Erfahrung der schrecklichen Verbrechen, die von unserem Land ausgegangen waren, haben sich die Völker der Welt ein gemeinsames Fundament gegeben, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Menschenrechte schützen die Freiheit und die Würde jedes Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, welchen Glaubens. Und unser Grundgesetz hat, finde ich, dafür diese wunderbare Formulierung der Unantastbarkeit gefunden. Heute fragen wir uns, was bleibt in der digitalen Moderne von diesem Selbstverständnis? Was bleibt vom Menschen, wenn neue Technologien immer tiefer in unsere Entscheidungen eingreifen, vielleicht sogar unser Denken lenken, unsere Wünsche formen? Und wie soll Gesellschaft funktionieren, wenn jede Faser von Individualität und längst nicht nur jede Abweichung von der Norm, wenn jede Faser von Individualität als Datenpunkt erfasst und dann in ganz neuen und immer wieder anderen Zusammenhängen weiterverarbeitet wird, bei den einen vielleicht eher vom Staat und bei den anderen von privaten Datenriesen? Liebe Freunde, über diese Fragen wollen wir heute miteinander sprechen. Ja, es wird zwar diskutiert, geforscht, geschrieben über die tiefgreifenden Folgen der Digitalisierung, aber ich finde, es diskutieren längst noch nicht alle, die tatsächlich aktuell und heute davon betroffen sind. Diese Debatte trifft den Kern unseres Menschseins und deshalb gehört sie in den Kern der Gesellschaft und in den Kern der Debatte. Und natürlich darf man es sich nicht so einfach machen. Es geht nicht um Euphorie oder Dystopie. Es geht nicht um Verherrlichung oder Verdammung. Und erst recht geht es nicht um die Frage Ja oder Nein zur Digitalisierung. Sie findet statt. 9 von 10 Deutschen sind online und ebenso viele halten den technischen Wandel für unaufhaltsam. Wirtschaft und Wohlstand mag er beflügeln, aber auf die gesellschaftlichen Folgen blicken viele, und ich bin sicher ganz viele auch hier im Saal, auf die gesellschaftlichen Folgen blicken manche mit Sorgen. Und das hat Anlass. Von Cambridge Analytica, den immer neuen Enthüllungen bei Facebook, über die fast unbegrenzte Überwachung durch staatliche Stellen in anderen Teilen der Welt, ob in Amerika und Europa oder ganz besonders in China, bis hin zur alltäglichen Manipulation durch vermeintlich kostenlose, bunt blinkende und attraktive Dienstleistungen, die uns, hinterrücks ausleuchten und unsere Daten absaugen. Ich nenne diese drei Beispiele nur, um zu sagen, in der kurzen Geschichte der Digitalisierung wurde eben auch viel Hoffnung enttäuscht, und manches, darüber reden wir, Vertrauen erschüttert. Liebe Schwestern und Brüder, ob neues Vertrauen wachsen kann, ist auch unsere Entscheidung. Ziehen wir uns zurück ins digitale Lummerland, legen die Beine hoch und schalten Netflix an? Oder beginnen wir darüber zu sprechen, welche Digitalisierung wir eigentlich wollen? Und wie es uns gelingen kann, unsere Freiheit, unsere Ideen, unsere Regeln, kurz den Kern des Menschseins in die digitale Zukunft tatsächlich einzuschreiben. Ich habe in meinem politischen Leben eines immer wieder erfahren. Resignation, das darf ich Ihnen versichern, ist keine und wenn dann immer die schlechteste Option. Die Zukunft ist ungeduldig. Sie wird gestaltet und kommen wird sie so oder so. Und wenn wir die Zukunft nicht selbst mitgestalten, dann gefährden wir nicht nur die Grundlage unseres Wohlstandes, sondern werden wir eben weiterhin nach den Regeln anderer spielen. Und das kann nicht unser Sinn und Zweck sein, meine Damen und Herren.
Liebe Freundinnen und Freunde, vielleicht kann ein Blick zurück uns Mut machen. Unser Land war immer dann am stärksten, wenn wir die Zukunft nicht einfach erduldet haben. Wenn wir Krisen nicht nur beklagt, sondern wenn wir angepackt haben. Strukturwandel und industrielle Revolution, den scharfen Wind des globalen Wettbewerbs und natürlich die große Herausforderung der deutschen Wiedervereinigung. Kurzum, Zukunft hat eigentlich bei uns Geschichte. Und wo immer uns Zukunft gelungen ist, da hatten ganz viele ihren Anteil. Wissenschaftlerinnen, Ingenieure, Facharbeiter, Unternehmerinnen, aber es waren nie nur Einzelne. Sondern es braucht diese ganze lebendige und vernetzte Gesellschaft. Und ich bin ganz sicher gegen viel Kritik, die Deutschen sind nicht im Prinzip technikfeindlich. Ich glaube sogar, diese Gesellschaft glaubt prinzipiell an den Fortschritt und sie glaubt an ihn, weil sie die Erfahrung gemacht hat in der Vergangenheit, dass sie ihn gestalten kann, weil sie ihm einen ethischen und gesellschaftlichen Rahmen setzt und eben nicht alles blind umsetzt, was technisch auch in der Vergangenheit immer schon möglich war. Und für diese Art von Fortschritt brauchen wir die Zivilgesellschaft, brauchen wir Kirchen und Gewerkschaften, Wirtschafts- und Wohlfahrtsverbände, die unzähligen ehrenamtlichen Vereine und ich sage es deutlich, auch die Parteien. Sie alle haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass Sie bei Parteien klatschen wollen, freut mich. Sie alle, auch Sie hier im Saal, haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass wir ein friedliches, ein wohlhabendes und im internationalen Vergleich ein Land mit hoher sozialer Sicherung geblieben sind. Und ich muss dabei an einen Moment denken, Sie werden jetzt ein bisschen staunen, der auf den ersten Blick so wenig mit unserem heutigen Thema der Digitalisierung zu tun hat. Auf den zweiten Blick haben Sie etwas Geduld, aber doch so viel. Vor genau einem halben Jahr haben die Bergleute auf Prosper Haniel in Bottrop, gar nicht weit von hier, die letzte Schicht verfahren und mir das letzte geförderte Stück deutscher Steinkohle in die Hände übergeben. An diesem Abend, kurz vor Weihnachten 2018, da ging eine Epoche zu Ende. Da war Trauer und Wehmut. Aber da war auch etwas anderes, Zuversicht und riesengroßer Stolz. Wir lassen uns nicht unterkriegen, weil wir beisammen bleiben. Das war für mich der Kern dieses bewegenden Abends. Wir packen diesen Wandel, weil wir es zusammentun mit der Solidarität der ganzen Gesellschaft. Diese Bergleute, die unter wer immer mal unten gewesen ist, unter härtesten Bedingungen unter Tage gelernt haben, was Solidarität wirklich bedeutet, standen mir an diesem Abend erwachsene Männer mit langen Jahren Erfahrung unter Tage, standen mir an diesem Abend mit Tränen in den Augen gegenüber und sagten, wir haben hier 200 Jahre lang buchstäblich Berge versetzt. Warum soll uns das nicht eigentlich auch in Zukunft gelingen? Denn wir sind und bleiben Kumpel, haben Sie gesagt. Und dieses letzte Stück in Deutschland geförderter Steinkohle liegt heute direkt gegenüber von meinem Schreibtisch auf einem Sockel im Schloss Bellevue. Und erinnert mich jeden Tag an das Motto dieses Abschiedsabends. Und dieses Motto kann man nur im Ruhrgebiet genauso sagen. Und das Motto dieses Abschiedsabends war Glück auf Zukunft. Und deshalb, meine Damen und Herren, werde ich diesen historischen Moment und die Menschen, die ihn geprägt haben, diesen Moment werde ich in meinem Leben vermutlich nie vergessen. Da steckt nämlich ganz viel drin, dieses Glück auf Zukunft. Im Angesicht scheinbarer Ohnmacht gegenüber dem übermächtigen Wandel
Das ist für mich dieses tief beeindruckende Dokument von Zukunftshoffnung und von Vertrauen in die Gestaltbarkeit von Zukunft. Und damit bin ich natürlich zurück bei der Digitalisierung. Natürlich gelingt Zukunft nicht ohne Wandel, sie gelingt nicht ohne Wagnis, sie gelingt nicht ohne Risiko. Aber wir müssen uns selbst auch immer wieder ermahnen. Wir dürfen technologischen Fortschritt niemals als monströses Naturereignis ansehen, dem wir sozusagen alle miteinander machtlos ausgeliefert sind. Wir müssen verstehen wollen, was unser Menschsein und unseren Zusammenhalt gefährdet. Unsere in Teilen, will ich mal so sagen, selbstverschuldete digitale Naivität, die muss Aufklärung und Mündigkeit weichen. Die digitale Welt ist bislang jedenfalls in erster Linie um uns herum und in Wahrheit ja auch ohne unser Zutun gestaltet worden. Die digitale Welt von heute dient jedenfalls jetzt noch eher den Interessen derer, die unsere Geräte voreinstellen, die Anwendungen programmieren und unser Verhalten lenken wollen. Und gerade deshalb, weil das so ist, deshalb brauchen wir den Mut, das Spiel zu unterbrechen und die Spielregeln zu überprüfen, liebe Schwestern und Brüder. Liebe Freunde, was einmal gestaltet worden ist, kann auch neu gestaltet werden. Und was programmiert worden ist, das kann auch neu programmiert werden. Trauen wir uns also zu und reden wir über die Änderung des Programms. Und ein neues Programm, unser neues Programm, das kann ein gutes Programm sein. Sehen Sie, ein junges Mädchen, das heute zur Schule geht, wird in 20 oder 30 Jahren, 2040, 2050, seine eigenen Kinder großziehen. Und diese Kinder, unsere Enkel und Urenkel, die können in einer Welt groß werden, die uns heute so wenig vorstellbar sein mag, wie unser jetziges Leben von unseren Großeltern vorstellbar war. Diese Eltern könnten mit guten Lehrern, aber auch mit Unterstützung durch digitale Werkzeuge selbstständiger und stärker an den eigenen Interessen orientiert lernen, als das vielleicht bisher und in der Vergangenheit möglich war. Ihre Mutter könnte sicher sein, bei der Wohnungssuche oder bei der Vergabe von Krediten nicht wegen ihres Aussehens und ihrer Herkunft schlechter behandelt zu werden. Und eine junge Familie könnte fürchterliche Leiden wie Hautkrebs oder seltene Erbkrankheiten bewältigen, weil sie dank Technologie früher und präziser erkannt und behandelt werden. All das mag utopisch klingen, aber eine solche Welt ist möglich und wir können schon heute die Weichen dafür stellen, dass sie gelingt. Deshalb seien wir doch einfach anspruchsvoller in unseren Erwartungen. Wir können schon heute Algorithmen nachvollziehbarer machen, ihre Arbeitsweise, Ergebnisfindung regelmäßiger auf den Prüfstand stellen. Wir können schon heute lernende Computer so programmieren, dass sie ohne Diskriminierung oder Bevormundung funktionieren. Wir können schon heute Unternehmen verpflichten, Voreinstellungen datenschutzfreundlich vorzunehmen. Wir können schon heute Einrichtungen schaffen, ja, wir können schon heute Einrichtungen schaffen, die unsere Privatsphäre gegenüber großen Unternehmen durchsetzen können, wo wir dieses allein nicht leisten können. Wir können Polizei und Staatsanwalten schon heute so ausstatten, dass sie Hass und Hetze im Netz der vermeintlichen Anonymität entreißen und konsequent weiterverfolgen können. Wir können Arbeitsmarkt und Sozialsysteme schon heute so gestalten und erneuern, dass das Versprechen der sozialen Sicherheit auch für neue Arbeitsformen und Berufswege für Menschen in der Klick- und Plattformwirtschaft gilt. Und wir können uns schon heute darauf einigen, dass in wichtigen Entscheidungen über Leben und Tod, über Familie und Liebe, über Schmerz und Verantwortung, kurzum Entscheidungen über den Kernbereich unseres Menschseins, bei aller technischen Hilfe am Ende immer von Menschen getroffen werden müssen.
Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns anspruchsvoller sein, all das können, und ich finde, das müssen wir schon jetzt tun. Ich habe mich hier zu Wort gemeldet, weil ich finde, wir müssen so etwas wie eine Ethik der Digitalisierung etablieren. Grundregeln für die digitale Zukunft, deren Einhaltung wir auch in einer Zeit gewaltiger Umbrüche einfordern. Ich glaube, wir brauchen dafür keine neuen Philosophien und Dogmen. Wir brauchen eher eine Übersetzung dessen, was uns bisher schon stark gemacht hat. Und Ethik der Digitalisierung ist und bleibt für mich zunächst einmal eine Ethik der Freiheit. Und die beginnt mit der Frage, wie kann Technologie uns Menschen dienen, wie führt sie zu mehr Selbstbestimmung und nicht in neue Fremdbestimmung? Wie nutzen wir technologische Möglichkeiten, um Unterdrückung und Armut zu überwinden, um Bildung und Aufklärung zu verbreiten, um Umwelt und Ressourcen zu schützen? Frei nach Kant würde ich sagen, der technologische Fortschritt soll den Ausgang des Menschen aus der Unmündigkeit erleichtern und doch nicht etwa ein freiwilliger Einstieg in eine neue Unmündigkeit werden. Darum kann es doch nicht gehen. Und ich finde, eine Ethik der Freiheit, das passt doch zum evangelischen Kirchentag. Luthers Freiheit eines Christenmenschen, sein Zweiklang, ein Christ ist niemandem untertan, ein Christ ist jedermann untertan, war doch niemals leicht in Politik zu übersetzen. Aber die Doppelbotschaft bleibt hochaktuell. Keine Freiheit ohne Verantwortung, keine Freiheit ohne Regeln. Und genau dieses Spannungsverhältnis, das gilt es eben jetzt in der digitalen Moderne neu zu verhandeln. Jedes Freiheitsversprechen, auch das Digitale, blickt immer voraus auf eine neue Ordnung. Freiheit braucht Regeln und neue Freiheiten brauchen eben neue Regeln. Und in einer Demokratie, wer macht die Regeln? Am Ende machen wir sie selbst. Wolfgang Huber nennt das die kommunikative Freiheit, oder anders ausgedrückt, die Freiheit, sich einzubringen, mitzumischen und zu gestalten. Und deshalb eben ist das, worüber wir reden, die Ethik der Digitalisierung, mehr als nur ein privater Tugendappell. Kontrolle und Mündigkeit im Netz zurückzugewinnen, das schafft kein Bürger, kein Konsument allein, sondern es gelingt in gemeinsamen Anstrengungen, in zivilgesellschaftlichen Organisationen, in sozialen und solidarischen Bündnissen, mit gesetzlichen Regeln und internationalen Vereinbarungen. Der Impuls aber, die Initialzündung, ist eine zutiefst emanzipatorische, und deshalb gehört sie auch auf einen Kirchentag. Unsere Ethik der Digitalisierung beginnt mit einer politischen Unabhängigkeitserklärung gegen digitale Fremdbestimmung und für Vernunft, Mündigkeit und Demokratie. Das ist das, worum es geht. Und das muss unsere gemeinsame Botschaft sein, liebe Schwestern und Brüder. Die Emanzipation hat viele Ebenen und sie beginnt natürlich wie vieles immer bei uns selbst. Wie bewegen wir uns in digitalen Medien? Wie viel geben wir selbst von uns preis? Eine solche Emanzipation braucht staatliches Handeln, sie braucht auch staatliche Regeln. Aber Sie ahnen es schon, das geht natürlich, wenn ich über Regeln und staatliche Regeln rede, immer über nationale Grenzen hinaus. Und deshalb muss diese Unabhängigkeitserklärung von Anfang an eine europäische sein. Und Europa hat etwas zu sagen, Europa hat etwas anzubieten in dieser Welt. Lasst uns den Weg in die digitale Zukunft nicht als Nullsummenspiel verstehen oder als Abwehrkampf nur gegen die digitalen Riesen aus USA oder gegen China. Natürlich auch wir in Deutschland, Europa müssen wettbewerbsfähig bleiben, in vielen digitalen Bereichen sogar erst wettbewerbsfähig werden.
Dann aber, so bin ich überzeugt, kann Made in Europe in der digitalen Welt zu einem Standard werden. Beispiele dafür gibt es schon. Ein Standard, der die Würde und die Freiheit des Menschen tatsächlich in den Mittelpunkt rückt. Europa kann ein alternatives Angebot an eine Welt sein, die zunehmend glaubt, nur zwischen unbeschränktem Digitalkapitalismus nach amerikanischem Vorbild einerseits oder orwellianischer Staatsüberwachung in China andererseits entscheiden zu können. Und deshalb, trotz aller Unterschiede, die uns von diesen Akteuren in USA, in China und anderswo, trotz aller Unterschiede, die uns in Sachen Freiheit, Privatsphäre, Sicherheit trennen mögen, sollten wir, das ist mein Rat, den Versuch wagen, auch mit den USA, auch mit China, so etwas wie ethische Minima zu formulieren und vielleicht sogar zu vereinbaren. Das ist schwer, aber ich bin fest davon überzeugt, es ist nicht unmöglich. Wir haben erste Schritte in der Medizinethik miteinander erfolgreich gemacht, ethische Standards, die jedenfalls bislang auch in China gelten. Und deshalb sollten wir diesen Versuch der Festlegung von ethischen Minimalstandards jedenfalls auch mit den schwierigen Partnern in dieser Debatte suchen. Und Frau Chavan wird gleich sicherlich auf dem Podium noch einige Worte dazu sagen. Zum Schluss, liebe Schwestern und Brüder, bin ich am Ende natürlich wieder beim Vertrauen. Als Christen wissen wir nur zu gut, Vertrauen ist immer etwas anderes als Gewissheit. Vertrauen und Glauben gehören zusammen, weil wir von Gottes Liebe getragen sind, glauben wir an eine gute Zukunft. Unser Glaube ist in den Worten des Hebräerbriefes eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vertrauen wir also in unsere Fähigkeit, Zukunft zu entwerfen, und fangen wir am besten hier schon an, auf diesem Kirchentag. Bringen Sie sich ein, ganz konkret formulieren und diskutieren Sie Ihre Wünsche, Fragen und Ideen für die Zukunft. Ich freue mich auf unsere Diskussion gleich im Anschluss, und ich freue mich auch, dass hier auf diesem Kirchentag eine Resolution zur Digitalisierung in Erarbeitung ist. Das ist ein wichtiger Impuls, und ich bin mir ganz sicher, das wird ein wichtiger Impuls sein, ganz weit über diesen Kirchentag hinaus. Ich bitte euch, tragt diese Debatte weiter in die Gemeinden, Betriebe und Vereine, ins Netz, in die sozialen Medien, in die Blog-Einträge und die Online-Petitionen. Will sagen, wir miteinander, wir sind frei zu entwerfen, zu gestalten, und wir dürfen vertrauen. Deshalb sage ich euch, nicht so sehr als Bundespräsident, sondern als Mensch, als Christ, als Frank-Walter Steinmeier, ich bin 63 Jahre alt, ich habe weiße Haare und ich freue mich unglaublich auf Zukunft. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, vielen Dank für diesen Aufschlag, wenn ich das mal so sagen darf, aber auch gleichzeitig natürlich für das Aufrütteln von vielen Gedanken, die uns alle im Hinblick auf die Digitalisierung umtreiben. Und ich darf für unsere Diskussion Frau Chavan und Herrn Yogeshwar hier bitte auf die Bühne zu uns einladen.
und auch unsere Anwälte des Publikums. Und auch darauf hinweisen, dass wir Helferinnen und Helfer in der Halle haben, denen Sie Ihre Fragen, die aus dem Nachdenken des Vortrages von unserem Bundespräsidenten hervorgegangen sind, Fragen, die Sie mitgebracht haben zu diesem Thema, dass Sie die bitte dann auch an die Anwälte des Publikums weitergeben. Ja, der Bundespräsident hat aufgerufen, sich einzumischen und im Hinblick auf das, was wir erleben, was unsere Welt verändert und was wir unter diesem großen Stichwort Digitalisierung zusammenfassen, selbst mit in die Hand zu nehmen. Sie, liebe Frau Schawan, haben diese Entwicklung als Kultur- und als Wissenschaftsministerin über viele Jahre, Jahrzehnte begleitet, sind wahrscheinlich wie ich auch kein echter Nerd, sondern eher jemand, der sich langsam mit den Entwicklungen auseinandergesetzt hat. Der Bundespräsident hat darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung, sehr stark auch aus Amerika getrieben, in Europa erst langsam, in Deutschland vielleicht auch nicht in dem Tempo stattgefunden hat, wie sie stattfinden sollte, wenn es um die Begründung, um die ethische Orientierung dieser Entwicklung geht. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und was würden Sie heute in Ihrer jetzigen Funktion auch mit uns auf den Weg geben wollen, wie wir wieder in die Hand nehmen, das, was uns scheinbar entglitten ist? Ja, in Anlehnung an den Schlusssatz des Herrn Bundespräsidenten kann ich sagen, ich bin schon 64 Jahre, habe weiße Haare und freue mich auf die Zukunft und ganz besonders darauf, ich finde, das ist etwas Faszinierendes, das ich gerade in dieser Zeit in der Forschungspolitik besonders erlebt habe. Es ist faszinierend, die Talente von Menschen, die Kreativität, den Umgang mit neuen Ideen zu erleben. Das, finde ich, ist eine Begeisterung, die wir in diese Gesellschaft immer wieder hineintragen sollten, und zwar gerade als Christen. Weil wir ja nicht nur über das Ergebnis sprechen, sondern wir sprechen ja vor allem auch über Fundament, über unsere Wurzeln und das Vertrauen, das im Leitsatz dieses Kirchentages zum Ausdruck kommt. Also ich glaube, Christen können so etwas wie Avantgarde sein, wenn es um die Begeisterung für Talente, für Kreativität und auch für die digitale Moderne, wenn es darum geht. Die Ethik. Es ist die Ethik, die uns in allen zentralen Bereichen prägt. Ich glaube, der Bundespräsident hat von einer Ethik des Digitalen gesprochen, was ja so viel, so habe ich es verstanden. Wir müssen keine Ethik neu erfinden, sondern das, was unser ethisches Fundament ist, das muss neu übersetzt werden. Eine faszinierende Aufgabe, so wie viele Übersetzungen in anderen Bereichen, in denen eine Technologie uns neue Räume eröffnet hat, geleistet worden sind. Und ich bin zuversichtlich, das ist eine Aufgabe für die internationale Gemeinschaft derer, die übersetzen. Und weil China angesprochen worden ist, ja, das ist so ein Beispiel für uns. Wir sind neugierig auf dieses Land, auf diese Gesellschaft, auf seine unglaubliche Konsequenz, mit der Innovation betrieben werden. Und wir sind zugleich auch erschrocken und skeptisch. Ich habe einem chinesischen Kollegen noch vor einigen Wochen gesagt, haja, wir schauen auf euch zwischen Begeisterung, zwischen Bewunderung und Bestürzung. Und der Blick umgekehrt ist übrigens auf Europa genauso. Begeisterung, Bewunderung, man kommt gerne nach Deutschland, nach Europa, aber auch diese Skepsis, die da ist aus vieler Fremdheit, die wir spüren. Aber gerade ein solcher Partner ist einer, mit dem gesprochen werden muss. Genau davon, von diesen Dialogen, lebt die Übersetzung in eine Ethik für die digitale Welt. Es hat keinen Sinn, wenn sich immer nur die unterhalten, die gleich denken. Also das Generationengespräch alleine reicht auch nicht. Wir sind biografisch alle gleich geprägt. Aber das Gespräch zwischen den Kulturen, das Gespräch mit denen, die uns fremd sind, das kann uns helfen, diese Übersetzung zu leisten.
Und für mich ist etwas ein Leitsatz für all diese Übersetzungsarbeit im Blick auf die Digitale, der Satz des oder die Überzeugung des jüdischen Philosophen Emanuel Levinas, der gesagt hat, wir müssen uns dem Antlitz des anderen stellen. Also nicht Anonymität, nicht Gruppenbezeichnung. Die Schwaben, die Rheinländer, die Chinesen, sondern Antlitz des anderen, das Gesicht, das Antlitz des anderen als eine Quelle, um die eigene Verantwortung zu verstehen. Das, glaube ich, kann ein guter Leitsatz sein für diese Übersetzung. Das Antlitz des anderen, lieber Herr Jogeschwar, der Bundespräsident hat von seinem Besuch in China gesprochen und da kam etwas zum Ausdruck, der Nebensatz, den er erwähnt hat, der ja so ein bisschen mitschwingt, wenn wir über die Ängste auch der Digitalisierung sprechen, dass das Antlitz des anderen unter Umständen demnächst ein Roboter ist, der auch mir dann irgendwann zu verstehen gibt, also lieber Mensch, auf dich kann ich auch verzichten. Sie selbst sind jemand, der wirbt für die Moderne, der wirbt für die Auseinandersetzung mit Technologien und auch das sich Einbringen in diese Technologien. Wie ist es mit dem Antlitz des Roboters? Wie weit müssen wir Sorge haben, dass er uns in Ihrer Wahrnehmung demnächst verdrängt? Also, ich freue mich zuerst einmal sehr, hier zu sein. Ich bin 60 Jahre alt und habe auch schon weiße Haare. Jetzt muss ich mir aber überlegen, was es bedeutet, dass ich unter 60 bin und keine Haare habe. Aber ich möchte Ihren Punkt aufgreifen. Und bevor wir von Robotern reden, glaube ich, wir haben eine fantastische Entwicklung. Übrigens eine Entwicklung, die in vielen Bereichen in Europa angefangen hat. Das World Wide Web entstand am CERN in Genf. Aber was wir gesehen haben, ist eine Entwicklung, bei der zwei Sachen passieren. Das erste ist eine Entwicklung, bei der die Ökonomie dieses großartige Internet in einer Form infiziert, die bedenklich ist. Und die Ausprägung, davon sind vielfältig. Und ich gebe Ihnen jetzt mal zwei Beispiele. Ich war vor kurzem zum Beispiel in Shenzhen in China. Und da gibt es eine Ampel und wenn man bei Rot drüber geht, gibt es inzwischen Bilderkennung. Sie erkennt, wer bei Rot drüber geht. Das ist, glaube ich, eine Entgleisung. Und diese Entgleisung, hat weniger mit China zu tun als vielmehr mit einer der vielen Möglichkeiten, der Irrwege, die beim Internet möglich sind. Warum? Wenn wir hingehen und uns, den Menschen, nur noch reduzieren auf Zahlen, auf Daten, dann reduzieren wir den Menschen in einer Form, bei der am Ende eine Diktatur der Transparenz steht. Das dürfen wir nicht zulassen. Und aber ich bin zuversichtlich, weil das liegt ein bisschen in dieser verführerischen Grammatik des Digitalen, dass man im Moment so viel messen kann. Aber ich rede auch mit jungen Leuten in China, die das durchaus anders und kritisch sehen. Und ich bin zuversichtlich, dass sich das ändert. Genauso wie ich zuversichtlich bin, dass das sich im Silicon Valley ändert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die moderne Bilderkennung, die heute problemlos möglich ist, ist vor kurzem von der Stadt San Francisco im Stadtbereich verboten worden. Also in der Hauptstadt des Silicon Valleys merkt man die Reduktion des Menschen auf Daten, das dauernde Verfolgen ist auf Dauer etwas, was man nicht will. Aber das sind, wie gesagt, die Schattenseiten. Und ich glaube, wichtiger ist, dass wir die Chancen sehen. Denn für mich gilt Vertrauen auch ein bisschen in das Vertrauen von uns Menschen, die auch in der Vergangenheit Technologien hatten, die an der einen oder anderen Stelle gelbe oder rote Linien brauchen, aber alles in allem immer
eine Verbesserung, und zwar nicht nur lokal, sondern global dargestellt haben. Insofern bleibe ich bei dem Vertrauen und ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir diese Korrekturen brauchen und wir müssen, um das noch zu sagen, vielleicht das, was wir im Moment sehen, dieses Internet, bei dem hauptsächlich Plattformen alles ökonomisch betreiben, das müssen wir ändern. Wenn Sie Kommunikation nehmen, die für eine Gesellschaft, für jede Gesellschaft so unendlich wichtig ist, darf Kommunikation nicht verkommen zu dem, was sie heute allmählich wird, nämlich Erregungsbewirtschaftung. Da müssen wir zurück in etwas, bei dem wir miteinander reden können. Herr Bundespräsident, der Jogi Schwar hat einige Punkte aufgegriffen, die Sie in Ihrer Rede angesprochen haben. Vielleicht wollen Sie sie kommentieren. Ja, ich würde ihn vor allen Dingen gerne unterstützen in seiner Wahrnehmung der Veränderung von Menschen, auch von Diskussionsgewohnheiten. Ich glaube, ich war vor knapp 15 Jahren zum ersten Mal in Silicon Valley, war fasziniert, wie fast jeder, der in dieser Zeit dorthin fuhr. Und ich kann mich erinnern, wie fast mitleidig die Gesprächspartner so ein wenig auf Europa und insbesondere Deutschland und den Stand der Entwicklung in der IT-Technik heruntergeschaut haben. Und das Interessante ist, ich hatte jetzt einen guten Vergleich im Abstand von 13, 14 Jahren zwischen diesem ersten Besuch, verschiedenen weiteren und dem letzten Besuch im letzten Jahr. Und wir haben hochinteressante Gespräche mit Forschern, jungen Wissenschaftlern an der Stanford University geführt. Und ich kann mich der Faszination auch nicht entziehen, wenn sie ein Zukunftsbild entwerfen und wirklich nachvollziehbar berichten können, welche Chancen sich gerade im Bereich der Medizin durch Technologien, durch neue Technologien ergeben. Und als die gesamte Forscherschar so ein wenig ins Schwärmen geriet und sich selbst befeuerte, gab es in der Runde einen, der etwas älter war als wir alle, der war nämlich gut 90. Das ist der frühere Außenminister Schulz, an den sich der eine oder andere in den früherer Außenminister der USA noch erinnern kann. Der sitzt im Board der Stanford University und er sagte dann den jungen Leuten, die alle so halb so alt waren wie er: Ich finde das faszinierend, aber denkt bitte dran, das müssen wir alles noch einbauen in eine demokratische Gesellschaft. Also denkt sozusagen nicht, dass sich durch Technik Gesellschaft steuern lässt, sondern das müssen wir einbauen in eine demokratische Gesellschaft. Ich bin nicht euphorisch, aber wie Herr Jogisch war der Hoffnung, dass sich aus den Veränderungen, die ich auch in Kalifornien erlebt habe, etwas machen lässt, ganz im Sinne von Frau Schawan. Wenn man sich anschaut, wie kritisch die Datenschutzgrundverordnung, die hier in Deutschland verabschiedet worden ist, in Teilen von Europa, auch in den USA gesehen worden ist und jetzt im Grunde genommen dieser deutsche Standard in kalifornisches Recht übernommen worden ist, dann liegen wir vielleicht doch mit unseren Vorschlägen gar nicht so falsch und müssen gar nicht so kleinmütig sein, auf dieser Ebene weiterzuarbeiten. Gestaltung von Zukunft. Wir können das, wenn wir mutig rangehen. Vielleicht, Herr Bundespräsident, Herr Jogisch war die Ökonomisierung angesprochen als eine der besonderen Herausforderungen und letztendlich ja auch die Zerstörungen dessen, was vielleicht als Grundgedanke des Internets, als partizipative Möglichkeit jetzt in Anführungsstrichen daraus zu werden droht, sagen wir es mal so. Sie haben in Ihrer Rede angesprochen, dass eine soziale Marktwirtschaft auch durch Digitalisierung gestärkt werden kann. Können Sie mit dem Vertrauen und mit der Hoffnung, die Sie hier zum Ausdruck gebracht haben, nochmal denjenigen, Sie haben auch ja, das besondere Ereignis des Endes, des Wandels sozusagen hier im Revier nochmal angesprochen, können Sie uns nochmal skizzieren, wie Sie darauf vertrauen, dass diese soziale Marktwirtschaft durch Digitalisierung gestärkt wird? Wir werden uns und auch die soziale Marktwirtschaft nicht stärken, wenn wir nur mit Sorgen über eine zukünftige Entwicklung herumlaufen, die wir selbst nicht mehr versuchen zu beeinflussen. Wenn wir diesen Versuch aufgeben, dann wird die Zukunft so, wie manche sie befürchten. Aber darum habe ich gesagt, Zukunft ist eben kein Naturereignis und gerade wenn es um technische Gestaltung der Zukunft geht, lässt sie sich beeinflussen und ich bin davon überzeugt, das hat noch gar nicht richtig begonnen. Und warum muss es beginnen
Heute Morgen beim Frühstück haben wir über die neue Idee von Facebook gesprochen, eine eigene Kryptowährung einzuführen. Das mag den einen oder anderen überraschen, aber was steckt, so verstehe ich das im Grunde genommen, was steckt im Grunde genommen dahinter? Dahinter steckt der Bau einer ganz eigenen Welt. Man verschafft sich jetzt durch die Facebook-Angebote eine Unzahl an Datenmengen. Die Datenmengen führen dazu, dass man die Facebook-Kommunikation ökonomisch verwertbar macht in anderen wirtschaftlichen Zusammenhängen. Deshalb ist der Umstieg in die Versicherungswirtschaft so interessant, weil man über jeden einzelne Einzeldaten hat, die möglicherweise verwertet werden können bei der Bestimmung der Tarife für Krankenversicherung und für die Rentenversicherung, wenn das in Zukunft möglich sein würde. Und ein letzter Chip in diesem Zusammenhang könnte dann die Einführung eigenen Geldes zu sein, mit dem man sich in der Facebook-Welt bewegt und nur noch in der Facebook-Welt bewegt. Das heißt, wir leben dann mit den Füßen auf dem Boden in einem Nationalstaat, verbunden in der Europäischen Union, aber die Menschen, wenn sie ökonomisch agieren oder sich ihren sozialen Status sichern, leben eigentlich in einer eigenen Facebook-Republik, die mit der politischen Republik, in der wir leben, nichts mehr zu tun haben. Deshalb bin ich so sehr darauf aus, nicht nur über die Ethik der Digitalisierung zu reden, sondern auch möglicherweise über die Grenzen zu reden, die eine solche Entwicklung haben muss. Und nochmal, ich tue das angstfrei, nicht weil ich sage, da ist nichts aufzuhalten, sondern weil wir bei allen, wie es Herr Nagel eben gesagt hat, technischen Veränderungen, ob in der Industrialisierungsphase des 19. Jahrhunderts oder beim Umstieg von der bisherigen Nutzung fossiler Energievorräte in andere Energieträger, wir haben diesen Fortschritt, diese Umbrüche immer mit Politik und mit gesellschaftlicher Anstrengung gestalten können. Und ich bin ganz sicher, wenn wir uns da einmischen, wenn wir die Schmollecke und die Klageecke im Sofa verlassen, wenn wir uns einmischen, dann bleibt auch die digitale Zukunft gestaltbar. Wir müssen den Mut dafür behalten. Den Mut behalten. Liebe Frau Schawan, Sie sind zuständig für das Gespräch mit denjenigen, die auch angesprochen worden sind, schon in der Rede mit China und der Bundesrepublik, gerade auch im Zusammenhang mit modernen Entwicklungen. Herr Jogeschwar hat gerade ein Bild gezeichnet, was uns alle verängstigt oder verängstigen würde, wenn sozusagen das große Auge, der Bundespräsident hat die Orwellsche Zeitrechnung zitiert, wenn das große Auge uns beobachten würde. Wie sind Ihre Gesprächspartner im Hinblick auf die Entwicklung? Sind Sie ängstlich, zurückhaltend? Sind Sie auch im Vertrauen darauf, dass sich durch Digitalisierung etwas für Sie im Leben verbessern könnte, ohne de facto in das Joch der Ökonomie oder der Überwachung zu geraten? Was China betrifft, das ist ja mehrfach heute angesprochen worden. Wir beschäftigen uns ja tatsächlich sehr viel mehr damit als vor 10 oder 15 Jahren. So gibt es nicht den chinesischen Gesprächspartner. Meine Erfahrung, da ist vieles genauso generationengeprägt wie bei uns. Also wir drei gehören zu einer Generation, die mit bestimmten, ja, Sie haben ja gesagt, Sie sind jünger, also wie auch immer, also die aus bestimmten oder mit bestimmten biografischen Erfahrungen auch ins öffentliche Leben gegangen sind. Für uns war ganz stark doch vor 30 Jahren diese Erfahrung von Mauerfall und Wiedervereinigung Europas eine großartige Erfahrung, egal wo wir in Deutschland oder Europa gelebt haben. Das war für uns eine gigantische Bestätigung. Die Sehnsucht nach Freiheit siegt über allen Paternalismus. Und jetzt ist vieles unsicherer geworden.
Ich finde, es ist ein günstiger Moment, genau über die Grundlagen von Ethik und Politik nachzudenken. Was meinen wir, wenn wir von der Kunst des Politischen sprechen? Wie gehen wir um damit, dass natürlich das, was wir mit digitaler Moderne beschreiben, auch verbunden ist mit einer wachsenden Skepsis gegenüber dem Kompromiss? Alles ist schwarz oder weiß, an oder aus. Mit einer Skepsis vor Repräsentation. Mit immer stärker werdendem Zorn. Wie gehen wir mit Zorn um, der sich in einer Öffentlichkeit breit macht? Oder besser gesagt, der zunehmend dazu führt, dass die Öffentlichkeit sich auflöst, dass es gar keine Öffentlichkeit mehr gibt. Alles das sind Fragen, die wir haben, die aber genauso auch eine Rolle spielen in der jungen Generation in China. Auch dort gibt es die Generation der Großväter, die noch Kulturrevolution erlebt haben. Die Generation derer, die 30 Jahre Öffnung in China erlebt haben. Und jetzt eine junge Generation, die sagt, wir profitieren von der Öffnung. Das ist für uns eine wunderbare Grundlage für unser Leben gewesen. Aber jetzt suchen wir auch das eigene. Immer wieder ist doch die Rede von der Sinisierung. Sie befremdet uns wiederum, weil wir sagen, wollt ihr euch damit zurückziehen aus Verbindungen, die schon hergestellt sind? Diese junge Generation will sich aber nicht zurückziehen, sondern sie will in diese Verbindungen zu Europa, zu Deutschland mehr Eigenes einbringen. Also ich finde, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, wie immer man das nennen will, ist ja nicht ist ja keine Euphorie, sondern wir erleben ja zum Teil im öffentlichen Leben, wir haben es alle in unserem eigenen öffentlichen Leben erlebt, wie sich Zorn entwickeln kann, wie das, was das öffentliche Leben an Konsens erreicht hat, verloren geht, wie diejenigen im Namen des Volkes heute sprechen wollen, die letztlich keine Zukunftsidee haben, auch nicht haben wollen, wie Politik verkommt zu Deals, bei denen es nur darum geht, dass jemand siegt und der andere verliert. Das ist ja nicht das Verständnis von Politik, wie wir es erlebt haben. Und ich glaube, da ist das aktive Wirken jetzt wichtig. Oder schlussendlich in einem Satz gesagt, wir dürfen nicht zulassen, dass Politik, dass die Kunst des Politischen mit neuen technologischen Möglichkeiten gekapert wird von denen, die gar nicht Politik meinen, sondern die letztlich zerstören, die letztlich auseinanderdividieren wollen, die jede Verbindung als eine Bedrohung ihres eigenen Deals betrachten. Hannah Arendt hilft da weiter. Der Sinn von Politik ist Freiheit und die Sicherung von Freiheit. Lieber Herr Yogeshwar, Freiheit und Wissenschaft liegen ganz eng beieinander. Der Bundespräsident hat auf das Grundgesetz hingewiesen, da ist es auch festgeschrieben. Nun reden wir hier aber gerade über Regeln und mögliche Grenzen. Wie geht das zusammen? Wo, Sie haben das Beispiel San Francisco genannt, ja, wie findet man adäquate Grenzen, ohne dass man Entwicklungsmöglichkeiten auf der anderen Seite wieder kappt? Ist da nicht auch eine Gefahr mit verbunden? Zunächst einmal ist es so, dass wir in unserer gesamten Entwicklung immer beides hatten. Als das Automobil erfunden wurde, gab es noch keine Ampel und keinen Fußgängerübergang. Also es passt beides. Aber wir leben in einer der großartigsten Zeiten, die es je gab. Warum? Das erste ist, ich bin als kleines Kind in Indien zur Schule gegangen. Kommunikation war damals etwas schwer, wenn es darum ging zu wissen, was irgendwo in anderen Ländern vor sich geht. Das hat sich dramatisch geändert. Wir müssen uns mal klar machen, dass wir inzwischen das erste Mal weltweit eine Kommunikation haben, die symmetrisch ist. Das bedeutet, ein kleines Mädchen in Dortmund hat genauso viele Informationen im Internet wie ein kleiner Junge in Delhi. Das ist ein Novum. Das zweite ist, dass wir eine junge Generation erleben, die näher ist als je zuvor in der Geschichte. Wenn ich heute mit jungen Chinesen oder hatte ich die große Freude, mit der Gattin des Bundespräsidenten in Hannover bei der Ideenexpo zu sein, um dort zu sehen, wie junge Menschen tüfteln und im Grunde genommen die Zukunft gestalten wollen,
dann sind diese jungen Menschen weltweit viel näher zusammen, als sie je vorher waren. Und der zweite Punkt ist, dass wir, das ist wichtig, ja, wir sollten also auch, wenn wir auf Länder gucken und sagen China oder so, sollten wir vorsichtig sein. Denn was meinen wir? Meinen wir das alte, trennende oder meinen wir eine junge Generation, die eigentlich sehr viel näher beieinander ist? Aber der entscheidende Punkt ist der folgende. Der Fortschritt läuft nun so schnell, dass sozusagen die Zeiten zwischen Entwicklung und den Konsequenzen, die Korridore sind kurz geworden und wir müssen uns heute aktiv um gleichermaßen auch die Konsequenzen bemühen. Nicht nur die Entwicklung alleine, sondern die Konsequenzen in der Gesellschaft sehen. Aber das Großartige dabei ist, und das ist das Novum dieser Generation, dass sie die erste Generation in die überhaupt der Geschichte der Menschheit ist, die zum ersten Mal ihre Gegenwart gestalten kann. Fortschritt bedeutete in früheren Zeiten immer, dass etwas Neues kam und es dauerte oft unglaublich lange, manchmal ein, zwei Generationen, bis der Fortschritt durch die Welt diffundierte. Das ist heute anders und das ist die große Freiheit, aber gleichzeitig damit gekoppelt die Verantwortung, die wir nun alle haben bei diesem Tempo, die ethischen, die gesellschaftlichen Aspekte gleich mitzubedenken. Insofern sage ich, ich bin sehr für Fortschritt, aber es muss ein reflektierter Fortschritt sein. Und beide Komponenten sind wichtig. Sowohl das Nachdenken als auch, und das brauchen wir speziell hier in Deutschland viel mehr, die Freude am Gestalten. Die konnte man gestern in Hannover sehen. Wir wollen auch selber, dass die jungen Leute da mehr machen. Herr Bundespräsident, damit bestätigt Herr Yogeshwar Ihre Aussage, die ja immer wieder durchaus in der Öffentlichkeit in Frage gestellt wird, ob wir ein fortschrittspositives Land sind, ob wir einen positiven Fortschrittsglauben haben. Aber die junge Generation, das haben wir gerade gehört, und Sie haben es in Ihrer Rede auch nochmal deutlich gemacht, überall da, wo es mit Gestaltung und Gestaltungsmöglichkeit einhergeht, vertrauen Sie auch darauf, dass der Fortschrittsglaube und die Fortschrittswilligkeit in dem Land da ist. Wie kann dann in diesem Kontext konkret jeder Einzelne sich engagieren, damit er auch merkt, dass er gestaltet und gestalten kann? Naja, ich meine, wenn man einen Blick auf die Debatte in der Gesellschaft richtet, dann wird man nicht sagen können, dass jeder mit der gleichen Euphorie für Fortschritt unterwegs ist. Aber erstens brauchen wir diesen Fortschritt, wenn wir Lebensqualität in Deutschland erhalten wollen für die Menschen. Und zweitens bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass selbst wenn der ein oder andere eine etwas unterschiedliche Haltung dazu einnehmen kann, dass dieses Land als Ganzes mit Sicherheit kein fortschrittsfeindliches Land ist, wie manche vorwerfen. Wäre es so, dann wären wir mit Sicherheit nicht da, wo wir heute sind. Ich glaube, dass mancher Zweifel eher daher rührt, dass wir im Augenblick vielleicht ein bisschen zu viele offene Fragen haben, die wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch in der deutschen Politik vielleicht noch nicht beantworten können. Nehmen wir mal den Bereich der Zukunft von Arbeit und Wirtschaft. Da stellt sich doch zunächst mal die Frage, Herr Nagel, wenn Sie sagen, wie kommen wir dazu, die Menschen an dieser Debatte wirklich zu beteiligen? Sind zum Beispiel Menschen in der Wirtschaft, in den Betrieben, sind sie eigentlich genügend informiert über das, was die Einführung des Digitalen in die Arbeitsprozesse tatsächlich bedeutet und verändert? Und da gibt es aufgeklärte und weniger aufgeklärte Unternehmen. Es gibt ein großes Versandhandelsunternehmen in Hamburg, das hat gesagt, ich trage die Verantwortung dafür, dass die Menschen in meinem Betrieb mehr verstehen als nur den eigenen Arbeitsprozess. Und es gibt innerhalb der Arbeitszeit Fortbildungen, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber unterrichtet werden, was bedeutet, was verändert Digitalisierung in dem Betrieb und wie verändert sich damit die Rolle des Arbeitnehmers. Es gibt ein anderes deutsches Unternehmen in Süddeutschland, der Automobil
Zulieferertechnologie, die haben gesagt, wir verstehen, also wir brauchen die Kreativen außerhalb des eigenen Unternehmens, aber wir wollen auch nicht, dass die in deutlich schlechterer wirtschaftlicher Position und sozialer Absicherung dastehen. Und deshalb haben die eine Art Vertrag geschlossen, in der die ausgegründeten Start-up nicht schlechter ausgestattet sind als diejenigen, die im Unternehmen selbst, bei dem Großunternehmen unmittelbar angestellt sind. Die große Frage, und das beschäftigt mich schon seit längerem, was passiert eigentlich, wenn wir in den nächsten Jahren erleben, dass immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht bei einem Unternehmen, sondern für eine Plattform arbeitet? Damit verändert sich ja nicht nur die Position des Arbeitnehmers, sondern damit verändert sich auch die Rolle von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Wir haben dann gar nicht mehr so etwas wie einen Arbeitgeber und wir haben auch nicht mehr den typischen Arbeitnehmer, der in einem Betrieb ist und sich durch einen Betriebsrat vertreten lässt. Das ist jetzt, glaube ich, die große Schwelle, an der man arbeiten muss. Nicht, weil wir schon morgen keine Betriebe mehr haben oder übermorgen, sondern weil vielleicht in 10, 20 Jahren ein relevanter Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht mehr in einem Betrieb sitzen wird. Und deshalb bin ich froh darüber, dass es in den Gewerkschaften jetzt eine Entwicklung gibt, erste Verträge, tarifvertragsähnliche Vereinbarungen zu schließen mit Plattformen, um die Sicherung, die Absicherung der sozialen und betrieblichen Rechte, so wie sie heute bestehen, in etwa auch für die Beschäftigung und die Arbeit für Plattformen zu sichern. Das zeigt, wie unendlich mühsam das ist, aber genau diese kleinen Schritte müssen jetzt gegangen werden, um den Menschen auch etwas die Befürchtungen zu nehmen. Das ist alles ein Prozess, ein Naturereignis, das wir gar nicht mehr im Griff behalten, gar nicht mehr gestalten können. Ich will sagen, die Lust auf Zukunft, von der Herr Jogeshwar eben gesprochen ist, die ist nur dann zu erhalten, wenn wir nachweisen, dass wir diese Zukunft gestalten können. Herr Jogeshwar, direkt dazu. Ich kann Ihnen nur beipflichten. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, im Moment läuft ein diffuser Nebel durch unser Land, bei dem wir auf der einen Seite Debatten über sehr entfernte Zukunft sprechen. Also die Zukunft der Arbeit, das ist im Moment ein Thema, bedingt durch die Digitalisierung, was noch relativ weit weg ist. Ich glaube, wenn wir es konkret machen, haben wir momentan ein paar Aspekte, auf die wir genau hingucken müssen. Ich glaube, der zentrale Aspekt ist aus meiner Sicht Kommunikation. Wir können nicht zulassen, dass Kommunikation, die prägend ist für Gesellschaften, befeuert wird, algorithmisch befeuert wird von ökonomischen Plattformen. Und ich mache das klar, damit an der Stelle wirklich klar wird, wissen Sie, wenn wir von der Zukunft der Arbeit reden, müssen wir uns eine Frage stellen. Der Brexit wird vermutlich viele Arbeitsplätze kosten. Und wir können uns fragen, ob der Brexit ohne diese Art von Erregungsbewirtschaftung der Plattformen überhaupt stattgefunden hätte. Das heißt, wir müssen uns zuerst einmal, es gibt im Deutschen dieses wunderbare Wort der Besonnenheit, und die müssen wir uns wieder zurückholen. Und dann, glaube ich, kommen wir nach und nach in ja diese andere Haltung. Und es gibt ein wunderbares Zitat von Picasso. Er drückt es einfach besser aus, als ich es kann, weil er sagt, das Wesenhafte des modernen Menschen ist, dass er bei aller Angst des Loslassens, und wir werden Dinge loslassen müssen, doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt. Den Satz muss man sich zweimal verdeutlichen. Es geht darum, loszulassen und gleichermaßen, dass wir alle zusammen auch diese Chancen sehen. Aber wir sollten eben bei der Debatte auch klare Prioritäten setzen. Und ich glaube, momentan brauchen wir eine Stabilisierung auch einer Kommunikation, die uns zu entgleiten droht. Und das sehen wir weltweit.
Christlich würde man sagen, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Dann kann man auch loslassen und sozusagen erwarten. Und das ist ja das Thema, unser Vertrauensthema auch hier und heute. Liebe Frau Schawan, machen wir es konkret. Kommt gleich, ich gucke genau auf meine Uhr, wann das Publikum dran ist, in genau 3 Minuten. Aber wir geben Frau Schawan jetzt noch die Möglichkeit, auf es zu konkretisieren, was Herr Yogeshwar gerade eingefordert hat. Nämlich zu sagen, wir müssen gegen diesen Erregungskommunikationsbewirtschaftung, so haben Sie es genannt, etwas tun. Der Bundespräsident hat in seiner Rede darauf hingewiesen, wer sich dieser Kommunikation ganz offensichtlich bemächtigt, sei es nun Brexit, sei es die furchtbaren Dinge, die wir im Kontext in Deutschland im Moment von rechter Seite hören. In welcher Art und Weise kann man konkret werden? Muss Politik konkret werden? Durch Vorschriften? Muss die Zivilgesellschaft oder kann die Zivilgesellschaft etwas tun? Wie wird es konkret, dass wir gegen diesen Fehllauf wirklich ansteuern können? Die Politik ist gefragt, wobei auch das hat ja schon eine Rolle gespielt, das nur Sinn hat, wenn es in einem größeren, zum Beispiel europäischen Zusammenhang geschieht. Ich glaube aber, dass die Zivilgesellschaft auch eine wichtige Rolle hat, übrigens auch in ihren Erwartungen an die Politik. Vielleicht werden wir Begriffe und Haltungen wiederentdecken, die uns ein bisschen zeitweilig verloren gegangen sind. Zum Beispiel die Unverfügbarkeit. Es gibt gerade ein Buch von Rosa, dem Sozialwissenschaftler, der sowohl mit seinen Theorien über die Resonanz wie die Unverfügbarkeit ja wirklich einen großen Zuspruch bekommt, weil er etwas anspricht, was verloren gegangen ist. Dass es eine Haltung geben muss, die das Unverfügbare signalisiert. Gegen diesen sich ausbreitenden Zorn, gegen diese sich ausbreitenden Zynismus und Respektlosigkeit gegenüber allem und jenem. Das Zweite, es braucht vielleicht auch in manchem eine Entschleunigung. Politik ist in eine Beschleunigungsgeschichte gekommen, die kein Mensch in Wirklichkeit aushalten kann, wenn um 8 Uhr morgens irgendeine Nachricht kommt und es um 9 Uhr noch keine Resonanz gibt, schreien die Ersten auf. Um 10 Uhr werden die ersten Kommentare geschrieben, ob eigentlich die Regierung schläft. Und spätestens am Nachmittag kommt der erste Kommentar, dass doch eigentlich ein paar verschwinden müssten, damit endlich eine Antwort auf ein Problem kommt, das morgens um 8 Uhr deutlich geworden ist. Das produziert die Zivilgesellschaft. Aus der heraus kommt eine solche Stimmung und deshalb die Zivilgesellschaft hat es in der Hand, der Politik auch in wichtigen, was die Abläufe angeht, in den wichtigen Fragen, die Zeit zu geben, die für ein besonnenes, ein vernünftiges, ein menschengerechtes Urteil notwendig ist. Das hat sich, also wenn ich denke an die Zeit, noch vor 20 Jahren war politische Kultur in Deutschland und in Europa sehr, sehr anders als heute. Und wir haben keine Steigerung von politischer Qualität oder wir haben auch keine Steigerung von politischer Kultur, sondern wir haben eine Steigerung von Stimmungen, die sich an die Stelle von Politik setzen, Stimmungen, die sich an die Stelle von Kultur setzen. Das heißt, niemand fragt, ob es darüber einen Diskurs gegeben hat, den es natürlich nicht gegeben hat. Niemand fragt, wer eigentlich hineingenommen wird in diese Stimmungssituation, sondern es sind Stimmungen, die in der Regel zerstören, die ausschließen, Grenzen bauen, die Mauern bauen, weshalb Begriffe wie Grenzsicherung heute
wert oder für manchen wertvoller geworden sind, bedeutsamer geworden sind als das große Wort vor 30 Jahren von der Grenzöffnung. Wir sollten uns mal wieder erinnern. Als Zivilgesellschaft erinnern daran, dass politische Kultur, wie wir sie immer so beschreiben, und vor allem politische Kultur in der digitalen Moderne, eine als Zivilgesellschaft eine Kultur gegen Empörungsstrategien, gegen Stimmungsmache, gegen die den Ersatz von Politik durch Geschäftemacherei braucht. Das, glaube ich, ist eine wichtige Voraussetzung, um sozusagen einzugreifen in diese Spirale, die Herr Yogeshwar eben beschrieben hat und die jeder erlebt. Hier sitzt der Oberbürgermeister, das beginnt in der Kommunalpolitik. Gerade in diesen Tagen beschäftigt uns das auf dramatische Weise, was passieren kann. Und was gleichsam in der Luft liegt, wenn aus Stimmungen Empörung anstelle von Kunst des Politischen sich breit macht und daraus handfester Hass und Zerstörung wird. Grenzöffnung ist das Stichwort und ich schaue auf Stella und Martin und bitte euch mit den Fragen, die ihr aus dem Publikum gesammelt habt, und das sind, wie wir sehen, viele, zu uns zu kommen ans Pult und bitte diese Fragen an die Diskussionsteilnehmer zu stellen. Vielen, vielen Dank für die grandios vielen Zuschriften. Wer uns Zettelstapel bewältigen hat, sehen, wird gemerkt haben, dass erregte Menschen erregt schreiben und wir dann manchmal Probleme hatten zu lesen. Wir hatten super viele Zuschriften. Wir freuen uns total und wir merken, dass das Thema dem Publikum am Herzen liegt. Wir haben festgestellt, damit sollten wir vielleicht anfangen, wir sind zusammen 62. Und ich sag mal nur ganz leicht grau. Eine erste Frage betrifft unsere Arbeit. Warum müssen Fragen von uns zensiert werden? Das ist gar keine Zensur. Das liegt einfach daran, dass in dieser Halle 12.000 Menschen Platz finden und wir deshalb leider ein bisschen bündeln müssen und versuchen müssen, Themenfelder zu identifizieren, die das Publikum bewegen. Stella, darf ich euch bitten, mein Mikrofon zu nutzen, weil ansonsten werden die Herrschaften hier vorne nicht richtig was hören. Genau. Also wir haben die Fragen versucht, nach Themengebieten zu clustern und versuchen, möglichst alle Themengebiete, die gekommen sind, zu denen es viele Fragen gibt, abzudecken. Das war ein wenig unsere Vorgehensweise. Und wir haben ein Themengebiet, was wir als Europa überschrieben haben. Und da gibt es zwei Fragen, die sehr schön zusammenpassen. Der erste Teil lautet, ist es möglich oder absehbar, dass wir in Europa ein Netz- oder Datenverband erhalten, der Google, Huawei und die anderen Großen ersetzen kann und der mit unseren eigenen ethischen Standards arbeiten kann? Und daran schließt sich der zweite Teil an, was kann ich für die europäische Digitalisierung tun? Vielleicht was den technischen Teil angeht, Herr Yogeshwar noch mal dazu, aber wenn man fragt, kann Europa das, dann hängt es ja nicht so sehr an einer politischen Entscheidung, die in Europa gefällt werden müsste. Es gibt sicherlich viele, die auf diese Frage schnell mit Ja antworten würden. Aber Sie haben ja bei der Entwicklung der großen Internetriesen in den USA gesehen, es ist vor allen Dingen eine von den Märkten getriebene Entwicklung gewesen. Insofern darauf jetzt zu antworten, möglicherweise mit einem Unternehmen, das nur abhängt von einer finanziellen Förderung, die hängt an der Europäischen Kommission, ist wahrscheinlich keine sehr realistische Perspektive und es gibt auch Beispiele in der Vergangenheit dafür, dass dieser europäische Weg, wenn er so gegangen worden ist, nicht besonders gut funktioniert hat. Aber ich glaube, wir sind ja nicht am Ende einer Entwicklung, sondern wir sind mittendrin und selbstverständlich gibt es eine Unzahl von Anwendungen, in denen in Europa Lösungen bestehen, gefunden worden sind,
die in der Nähe der Marktreife sind und die von Europa aufgegriffen werden können, in der privaten Wirtschaft, aus denen auch neue und größere Unternehmen der IT-Industrie oder aber der anwendungsorientierten Wirtschaft, IT-Wirtschaft werden können. Insofern Perspektiven, die für die europäische Wirtschaft verschlossen sind, sehe ich so nicht. Man darf nur nicht erwarten, dass man jetzt einen europäischen Google oder einen europäischen Facebook-Konzern genau nach dem amerikanischen Vorbild baut. Aber selbstverständlich bleiben Suchmaschinen auch ganz jenseits von Google und anderen, wie sie bestehen, bleiben Suchmaschinen möglich, die sich auch an anderen ethischen Standards orientieren, wie das bei den vorhandenen möglicherweise schon der Fall ist. Wie kann sich Zivilgesellschaft in diese Debatte einschalten? Das, was ich in der Rede beklagt habe, ist ja so ein wenig, dass wir diese Debatte in Deutschland eigentlich gar nicht richtig geführt haben. Sondern, wenn ich es jetzt etwas holzschnittartig mache, dann haben wir zwei Debatten in Deutschland. Diejenige der digitalen Euphoriker, die den anderen vorwerfen, ihr seid Technikfeinde und die Zukunft liegt im Digitalen, auch die Zukunft der Demokratie liegt im Digitalen. Und wir haben eine andere Hälfte der Debatte, die sich nur mit den Sorgen beschäftigt. Und ich glaube, wir werden das große Thema, wie gestalten wir Zukunft, nie hinkriegen, wenn wir diese beiden Debatten nicht zusammenbringen. Und dazu rufe ich nicht nur hier auf diesem Kirchentag auf, sondern das beschäftigt mich schon länger. Wir müssen das Eitle der Debatte, die einen, die nur die Vorteile sehen und die andere, die nur die Nachteile sehen, wir müssen dieses eitle Verhalten aus der Debatte, diese eitle Haltung aus der Debatte, die müssen wir rausbringen. Wir müssen uns einer echten Kontroverse darüber, wo die Chancen liegen und wo die Nachteile liegen, wirklich öffnen. Und wenn Sie danach fragen, wo ist die Rolle der Zivilgesellschaft? Hier ist sie, in solchen Debatten, offen, mit offenem Visier, mit Namensnennung und nicht anonym begegnen sich die Leute. Hier müssen solche Debatten geführt werden, in vielen anderen Foren der Republik natürlich auch. Ich greife es direkt auf, um wirklich mal beide Seiten zu zeigen. Wir stehen an der Schwelle, wo künstliche Intelligenz Dinge möglich macht, die großartig sind. Europa ist ein Kontinent der ganz vielen verschiedenen Sprachen. Das weiß jeder, der in Straßburg oder in Brüssel ist. Da gibt es jede Menge Kabinen. Gehen Sie einfach mal mit mir ein paar Jahre in die Zukunft, wo künstliche Intelligenz und die Möglichkeit mit Ihrem Handy es erlauben, dass Europäer, obwohl sie ganz unterschiedliche Sprachen sprechen, fließend miteinander sprechen können. Was heißt das für ein neues europäisches Bewusstsein? Was heißt das vielleicht auch für endlich dieses Zusammenwachsen, dieses Potenzieren eines unglaublich kreativen Kontinents? Also das zeigt die Chance. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss Europa aufwachen, denn zumindest in der digitalen Ökonomie erleben wir, dass es eine Tendenz gibt zu Monopolen. Und ich glaube, da müssen wir sehr konkret werden. Und ich sage, wir brauchen hier in Europa ein Kartellrecht der Daten. Wir können nicht zulassen, dass Google und Co. so weitermachen. Aber es ist beides. Übrigens, wenn überhaupt es Einbremsungen gegeben hat, diese Entwicklung, dann haben wir die über Europa bisher verhindern können. Nur Europa war in der Lage, dieser monopolartigen Entwicklung etwas entgegenzusetzen und mindestens in Einzelfällen auch Schranken zu setzen. Deshalb sollten wir die Möglichkeiten, die wir über dieses Europa haben, das habe ich versucht im Vortrag zu sagen, sollten wir diese nie unterschätzen. Allein schaffen wir nichts, aber mit Europa möglicherweise eine ganze Menge. Stella.
Ein zweiter großer Themenblock, der uns erreicht hat, ist die Frage nach den großen amerikanischen Digitalriesen, die Big Five, wie Herr Steinmeier sie vorhin schon benannt hat. Die sind jetzt in der Lage, ein riesengroßes Netzwerk an Daten aufgebaut zu haben und haben damit Macht. Und diese Macht formiert sich auch in Aufgaben, die vorher der Staat wahrgenommen hat. Jetzt ist die Frage, wenn Facebook zum Beispiel eine eigene digitale Währung schafft, was ja eigentlich Währungen sind staatliche Aufgaben, was passiert denn dann eigentlich, wie reguliert man das, wo sind da die Grenzen und kommt es vielleicht in der Zuspitzung irgendwann dazu, dass Facebook und Amazon sich ihre eigenen digitalen Armeen und ihr eigenes Rechtswesen schaffen, gegen das gar kein Regelungsinstrument mehr ankommt? Ich glaube, der Bundespräsident hat das Thema schon aufgegriffen. Noch einen kurzen Kommentar dazu oder nehmen wir die nächste Frage? Die nächste? Ja, oder jemand anders auf dem Podium dazu. Ja. Ich habe da vorhin schon ein paar Worte gesagt. Vielleicht, Frau Schaban, wenn Sie dazu noch... Jogeshwar, Sie. Ich möchte Europa ermuntern, einen Leitspruch eines US-amerikanischen Präsidenten zu übernehmen. Und das heißt, yes, we can. Wir können. Wir müssen es nur wollen. Also, und ich sage das und bitte um Verständnis, nicht, indem ich sage, das sind Feindbilder. Ich habe Freunde, die bei Google und Amazon arbeiten. Und ehrlich gesagt, wenn man mit den Wissenschaftlern und Ingenieuren spricht, sehen die das ähnlich. Diese Unternehmen sind zu groß geworden. Es kann nicht sein, dass sie anfangen, sozusagen uns in dieser digitalen Abbildung vollständig kontrollieren zu können. Und wenn ich mir technologisch überlege, wo die Reise hingeht, der Bundespräsident hat das in seiner Rede ja auch anklingen lassen, es geht nicht nur um das Nutzen von Daten, es geht an irgendeiner Stelle auch um die Frage, ob man mit diesen Daten, die man uns einspielt, uns manipulieren kann. Dann werden wir irgendwann Dinge im Internet kaufen und das neue deutsche Wort heißt nicht ich möchte, sondern ich werde gemöchtet. Und ich möchte ein mündiges Europa haben, wo wir noch alle wollen. Stella. Ein weiteres Themenfeld, was Sie alle, euch alle bewegt, ist die Frage nach Arbeit und Erwerb in der Zukunft. Wir haben eine Frage von einem Menschen bekommen, der nicht mal eine 2 vorne stehen hat. Da steht noch eine 1 und dahinter steht zwar eine 9, aber wir lassen das mal als Jugend durchgehen. Er fragt, was ist eigentlich das Ziel der Digitalisierung? Also am Ende haben wir alle die Möglichkeit, produktiver zu sein, weil wir Unterstützung bekommen. Dann müssen wir vielleicht weniger arbeiten, um unseren Lebensstandard zu sichern, haben aber alle ganz viel Zeit. Wie kann man die denn nutzen? Was kann man da machen? Und im nächsten Schritt, wenn sich dadurch so viel mehr Wohlstand für uns alle, für diese Gesellschaft ergibt, wie verteilt man den eigentlich idealerweise, sodass jeder was davon abbekommt? Intuitiv könnte man sagen, Sprachen lernen, aber Herr Jogeshwar hat uns ja gerade deutlich gemacht, wir brauchen kein Französisch mehr zu lernen, weil wir uns im Pfingstkontext dann alle miteinander verständigen können. Liebe Frau Schaban. Genau, Herr Jogesch hat uns seinen Zustand andauernden Pfingstens verheißen. Ja, ich finde, das ist eine dieser Kulturfragen. Wir werden zu einem anderen Umgang mit der Zeit kommen können. Das war schon eine große Veränderung im Umgang mit der Zeit an der Schwelle zur Industriegesellschaft. Plötzlich nicht mehr vor allem zu Hause arbeiten zu können. Familie und Arbeit, die voneinander getrennt, räumlich getrennt werden, in den meisten Fällen mit all dem Zeitaufwand, der damit verbunden ist. Das hat sich ein bisschen verändert, weil die Arbeitszeiten dann gekürzt wurden, wenn man überlegt an Arbeitszeiten von vor 40 Jahren. Jetzt ein anderer Umgang mit der Zeit. Wieder lernen, dass es Zeit gibt, die unverfügbar bleibt für alle möglichen Kräfte um mich herum, die vielleicht spontan gestaltet und nicht schon über Wochen und Monate im Voraus festgelegt ist. Wir kennen alle diese Terminkalender, bei denen schon am Beginn des Jahres große Zeitanteile bis Ende Dezember belegt sind. Das alles kann neue Möglichkeiten geben. Andere Talente entfalten, wieder stärker
wirken können am Gemeinwesen. Wir spüren ja im Moment, dass immer mehr Menschen sagen, ich kann mich in diesem Gemeinwesen nicht engagieren, ich bin zu sehr beansprucht, das möge tun, wer will, ich kann, ob die Ebene der Kommunalpolitik, der Vereine oder was auch immer, nicht mehr zur Verfügung stehen. Es werden neue Möglichkeiten, auch soziale Möglichkeiten entstehen. Also konkret auf die Frage, was soll man dann tun? Die Chance der Spontanität und der verfügbaren Zeit nutzen für das, wofür sozusagen das eigene Herz brennt, woran wir uns gebunden fühlen, wovon wir uns provozieren lassen, ein neues Gefühl von Freiheit, nicht von allem Möglichen besetzt zu sein in meiner Zeit, sondern diese Zeit wieder selbst gestalten zu können. Ich glaube, das wäre ein riesengroßer kultureller Gewinn. Vielleicht darf ich noch. Ja, es war auch die Frage. Hören Sie mich, ja. Es war auch die Frage nach der Verteilung gestellt und die muss man mit wenigstens einem Satz beantworten. Erstens glaube ich daran, uns wird die Arbeit nicht ausgehen. Sie wird sich verändern. Sie wird auch die Ausbildung und Bildung in den Schulen verändern und verändern müssen. Aber uns muss klar sein, bei alledem, die Option aus der Digitalisierung oder aus der Entwicklung von Digitalisierung und Wirtschaft und Gesellschaft auszusteigen, ganz beiseite zu stehen, diese Option steht uns nicht zur Verfügung. Also ist die notwendige Folge, wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele in unserem eigenen Lande etwas davon verstehen, weil viele dort ihre Beschäftigung in Zukunft finden werden. Das Zweite ist, wenn Sie nach der Verteilung fragen, ist etwas, was ich an vielen anderen Stellen auch schon gesagt habe, Verteilungsfragen sind immer auch Steuerfragen. Und deshalb ist die erste Antwort über die Frage der gerechten Verteilung, dass alle diejenigen, die ökonomische Vorteile aus der Datenverwendung und Datennutzung haben, dafür auch einen angemessenen Anteil von Steuern zahlen. Ich habe etwas genauer an dem Punkt zugehört und habe das Gefühl, dass der junge Mann, der noch eine Eins da hat, noch was anderes meint. Die junge Generation ermahnt uns zu einer neuen und sinnhaften Prioritätensetzung. Wenn wir uns Fridays for Future angucken, wenn wir uns Rezo angucken, der übrigens gar nicht so blöd ist, wie man denkt, wenn wir uns im Grunde genommen anschauen, dass eine junge Generation, ehrlich gesagt uns, ja, so langsam klar macht, was heißt Fortschritt? Denn die wollen einen Fortschritt, der nach anderen Kategorien und Prioritäten vielleicht auch funktioniert. Ein Fortschritt, der nachhaltig ist, der ein Klima schützt, der möglicherweise durch, und da ist Digitalisierung eine Riesenchance, durch zum Beispiel die Transparenz von Produktionsketten klar macht, dass Sklavenarbeit, wie sie heute immer noch in unseren T-Shirts versteckt ist, nicht mehr möglich ist. Diese Generation will was anderes. Und ich glaube, für diese Generation ist Digitalisierung eine Riesenchance. Und wir müssen sie also von daher, glaube ich, im Moment dahin bringen, dass sie genau diese Art von Gestaltungsmöglichkeit haben. Denn diese Generation zielt auf etwas, was jenseits der Kategorien liegt, die meine Generation vielleicht noch getrieben hat. Wikipedia ist kein Businessmodell. Diese Generation will teilen. Und wir sollten sie unterstützen, damit sie es noch globaler tut. Und ich glaube, wir können aus unserer Diskussion, die wir heute geführt haben,
noch mal ergänzen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Digitalisierung als Chance, da wo ich sie wirklich selbst mitbestimmen und mitentwickeln kann. Bitte. Das ist, eine letzte Frage. Das ist ein ganz wunderbarer Übergang vielleicht zur letzten Frage, auch anschließend an den Beginn der Antwort von Frau Schawan, die gesagt hat, mit der neuen Zeit vielleicht ein wenig mehr Spontanität wagen. Es gibt ja eine Frage, wie ganz konkret auch Nicht-Politiker, vielleicht haben Sie ein konkretes Beispiel oder zwei konkrete Beispiele, wie die Nicht-Politiker unter uns, die wahrscheinlich die meisten, den überwiegenden Teil des Saales ausmachen, denn jetzt die Digitalisierung mitgestalten können und diesen Wandel, den wir, glaube ich, allen sehr positiv gegenüberstehen, mitgestalten können. Vielleicht gibt es da ein oder zwei Beispiele, die Sie uns nennen können. Frau Schawan und dann der Bundespräsident. Nun, ich finde ein Beispiel oder eine Haltung, die nicht eine Berufsgruppe oder eine Generation, sondern uns alle betrifft, ist, wie wir umgehen mit diesen Erregungszuständen, mit diesen Wellen, die da erzeugt werden. Manches ist ja nur möglich, weil so viele darauf reagieren, weil so viele mitmachen. Das sind ja keine wüsten Kräfte oder fernen Kräfte, sondern es ist diese Gesellschaft, es sind wir, die Wellen dann im Zweifelsfall mit erzeugen und halten und dafür sorgen, dass die auch möglichst lange hält oder dass, wenn man den Eindruck hat, jetzt könnte sie abebben, dem Ganzen wieder einen Schub geben. Also ich glaube, dass das, was am ehesten für jeden von uns gilt, die Grundhaltung ist, dieser Weise von Zerstörung durch Empörung und Stimmungsmache zu widerstehen. Das betrifft übrigens auch die Kommentarspalten von Zeitungen. Ich glaube, es hat selten eine Zeit gegeben, in der so viele Nicht-Politiker Politik gemacht haben wie heute. Und das meine ich gerade auch in Bezug auf die hier auf dem Podium jetzt diskutierten Sorgen und nachteilige Entwicklungen, die wir hier zur Sprache gebracht haben. Sehen Sie, wir haben beunruhigende gesellschaftliche Entwicklungen, über die gesprochen worden ist. Herr Nagel hat sie vorhin angesprochen. Wir haben gleichzeitig Initiativen, wie wir sie erlebt haben, wir sind mehr, wir sind hier, die genau Frau Schawan die Verantwortung gespürt haben, im Kommentarteil von Facebook eben auch nicht alles einfach stehen zu lassen, was an Hetze und Häme dort verbreitet wird, sondern die für sich die Verantwortung gespürt haben, meist junge Menschen, die für sich die Verantwortung gespürt haben, zu widersprechen und genau nicht zuzulassen, was ich vorhin in der Rede gesagt habe, genau nicht den Eindruck zuzulassen, dass die Lauten die Mehrheit sind. Da können nicht nur junge Leute, sondern alle, die einigermaßen netzaffin sind, unglaublich etwas bewegen. Was die Gestaltung der digitalen Zukunft durch Regeln angeht, so bin ich mir völlig sicher, gäbe es nicht die eher Netzaffinen, die vielleicht bei den Jüngeren mehr sind als bei den Älteren, dann hätten wir vermutlich verschiedene, im Augenblick noch tastende Versuche der Gesetzgebung wie der Datenschutzgrundverordnung oder dem Netzdurchleitungsgesetz, der Bekämpfung von Häme und Hetze im Netz, dann hätten wir solche Gesetzgebungen, glaube ich, überhaupt nicht erlebt. Das heißt, es bedarf der Forderung, der Erwartung, des Drucks aus der Zivilgesellschaft, damit Politik tätig wird. Und das, finde ich, waren eben drei Beispiele, in denen das in ausgezeichneter Weise gelungen ist. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Stella und Martin, für eure Begleitung und Arbeit und Ihnen allen für die Beteiligung an diesem Diskussionsrahmen. Und liebe Schwestern und Brüder, mit Blick auf die Uhr ist es mir jetzt aufgelegt, dass ich hier eine
Zusammenfassung keineswegs gebe, aber euch darauf hinweise, dass diese Veranstaltung langsam zu Ende gehen wird. Wir gucken noch mit großer Freude auf unsere Musikerinnen und Musiker, die uns gleich sozusagen ausleiten werden und die wir für den Zwischenschritt leider übersprungen haben. Aber umso mehr freuen wir uns sozusagen, wenn ihr gleich noch spielt. Liebe Frau Chavan, sehr geehrter Bundespräsident, lieber Herr Yogeshwar, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in das Thema der Digitalisierung und der Frage der Gestaltung dieser Digitalisierung, gerade unter ethischen Gesichtspunkten. Der Bundespräsident, glaube ich, hat in seiner Rede sehr deutlich gemacht, dass Europa als der Ort, wo wir mit der Aufklärung und der Reformation ganz grundlegende ethische Rahmenbedingungen gestaltet haben, der Ort sind, wo sich auch die Frage vielleicht sogar mitentscheidet am Ende des Tages, wie die Digitalisierung unsere Zukunft verändert. Die Punkte, die er aufgegriffen hat und die in der Diskussion zum Tragen gekommen sind, insbesondere die Demokratisierung des Digitalen, die Aufforderung an uns raus aus dem digitalen Lummerland, das können wir uns sozusagen hinter die Ohren schreiben. Und die letzte Frage hat es aufgegriffen, die Aufforderung, uns zu beteiligen, um deutlich zu machen, dass menschliche Vernunft Regeln für künstliche Intelligenz setzt und nicht umgekehrt, dass wir auch in Zukunft über unsere persönlichen Daten frei bestimmen, dass wir fordern, dass es offene und gerechte Digitalmärkte gibt, dass eine soziale Marktwirtschaft sich nur dort wirklich stärken kann, wo Digitalisierung in den Arbeitsformen uns integriert und nicht ausschließt. Und das alles mit einer Vision nach einer gemeinwohlorientierten Kommunikation. Herr Yogeshwar hat das deutlich gemacht, dass wir in diesem Bereich Verantwortung tragen und alle mit Verantwortung tragen. Vielen herzlichen Dank für diese Grundstrukturen, die sich, Herr Bundespräsident hat das gesagt, am Ende in der Ethik der Freiheit zusammenfassen würden. Und wir sind dankbar an dieser Stelle und an diesem Ort, dass uns Martin Luther noch einmal deutlich vorgeführt worden ist als derjenige, der uns auch gerade an dieser Stelle aufgefordert hat, Freiheit nicht ohne Verantwortung und Regeln zu verstehen, sondern mit denselben. Und danach wollen wir streben. Es ist angesprochen worden, dass es eine Resolution gibt, also derjenige oder diejenige von euch, die sich aktiv beteiligen möchten, jetzt gerne an dieser Diskussion tatsächlich diesen partizipativen Gedanken bitte aufgreifen, bitte die Möglichkeiten, die wir im Kirchentag haben, auch nutzen und aus dieser Veranstaltung heraus aktiv sich mitbeteiligen an der Gestaltung der Zukunft.